Heutzutage ist der Impressionismus das Kalendermotiv. Aber früher wurde der richtig gehasst. Wie kann das sein? Als der Impressionismus Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam, waren die Leute damit ziemlich überfordert, denn die waren solche Bilder gewöhnt. Schön naturgetreu. Und dann kam plötzlich diese verschwommene Wischiwaschi-Kunst auf. Wow, wie hast du diesen revolutionären, unscharfen Malstil entwickelt? Ich war einfach mega besoffen. Die impressionistischen Künstlerinnen und Künstler wollten flüchtige, spontane Momente einfangen mit einer schnellen Malweise. Die große Frage war, wie malt man Licht? Und dafür hat man was ziemlich Neues gemacht, nämlich draußen gemalt. Vorher hat man draußen eigentlich nur skizziert und das Bild dann erst im Atelier zu Ende gemalt. Wichtige Impressionistinnen waren zum Beispiel Marie Braquemont oder Bert Morisot und wichtige Impressionisten Manet oder Monet. Manet und Monet? Ernsthaft? Ja, aber es gab auch noch Alfred Sisley. Wo lebte der? Moret. Welche anderen Kunstepochen soll ich noch erklären? Schreibt's mir in die Kommentare.